Moin Leute, willkommen zurück zu Way of the Hunter. Schön, dass ihr wieder einschaltet und schön, dass ihr euch das Chaos geben wollt. Heute habe ich einen kleinen Plan für euch. Und zwar werde ich ein paar Quests heute abarbeiten. Also ich werde es zumindest versuchen. Was dabei rumkommt, sehen wir ja dann. Und zwar habe ich gesehen, wir brauchen hier für eine Story Quest 300 Kilogramm Ziegenfleisch. Dem werde ich mich ganz gerne widmen. Habe ich ja letztes Mal erwähnt, dass wir gegebenenfalls den Ziegen den Besuch abstatten. Passend dazu habe ich noch ein paar andere Quests gefunden. Und zwar, ich glaube, das war es nicht. Ne, das waren Dachse, die gibt es hier nicht. Aber wir haben die hier noch. Dekon Schaf mit Trophäenwertung von 4 Sternen oder mehr. Dekon Schafe kommen hier auch in der Nähe vor. Ich zeige einfach mal kurz hier auf der Map. Hier sind die Bergziegen. Die ist das. Und hier haben wir die Dekon Schafe. Leben ja auch hier in derselben Region. Ich habe übrigens geplant, mal in die Richtung hier rüber zu gehen. Erstens, weil ich hier noch was nicht entdeckt habe. Und zweitens, weil ich gerne mal zu dem See und den Fragezeichen gerne noch würde. Und es gibt noch eine Quest, die dazu ganz passt. Das ist die hier. Das sind die Wölfe mit 3 Sternen und 4 Sternen. Haben wir auch in dem Gebiet. Ja, hier, seht ihr das? Also passt das auch ganz gut dazu. Und wir haben noch das hier. Und das wären 3 Bergziegen mit einem Gewehr der Stufe 5, was wir dabei haben, was wir sowieso benutzen werden. Mit einem einzigen Schuss ins Herz töten. 3 Stück. Das wird das Schwierigste wahrscheinlich, denn bei Bergziegen ist mir das noch nicht sonderlich häufig gelungen. Ich weiß nicht, ob es mir überhaupt schon mal gelungen ist, einer Bergziege einen Herzschuss zu verpassen. Deswegen werden wir da ein bisschen, naja, ein bisschen lernen, wo das Herz in einer Bergziege sich denn überhaupt befindet. Also, dafür muss ich zwar erstmal Bergziegen finden, aber sobald ich sie gefunden habe, kann ich mir das mal ein bisschen genauer anschauen. Und hier haben wir auch eine schöne Belohnung, also 1400, 1700, 1600. Wir sind knapp bei 28.000. Da kommt schon ein bisschen Geld rum. Deswegen wird sich das wahrscheinlich auch lohnen. Naja, zumindest, ja, wenn wir das auch hinkriegen. Aber ich bin da ganz optimistisch, nachdem es letzte Folge ein bisschen frustrierend war, teilweise für mich. Wird heute wieder ein guter Tag. Also das spüre ich. Das spüre ich tief in meinen Knochen. Ja gut. Dann werde ich mal sagen, mache ich mich auf den Weg. Ich weiß noch nicht genau, wie ich über den Berg drüber kommen werde. Vielleicht hier rechts rum oder vielleicht auch links da über die Berge drüber. Vielleicht auch da lang, mal gucken. Aber, obwohl, nee, ich glaube, ich gehe eher rechts rum. Das sieht einfacher aus, als da links hoch zu kraxeln. Im Endeffekt falle ich dann nur wieder vom Berg und bin wieder super genervt dann von diesem Spiel. Das wollen wir ja bestenfalls vermeiden. Also werde ich mich jetzt mal in die Richtung hier aufmachen und mal schauen, ob ich Bergziegen, Wölfe oder Dickhornschafe entdecke. Ansonsten schieße ich aber auch alles andere, was mir über den Weg läuft. Zumindest was sich lohnt. Gut. Dann schauen wir uns mal um, würde ich sagen. So, wir sind am See angekommen und ihr seht vielleicht schon, dass da unten wieder ein paar schöne Tiere auf mich warten. Oh ja. Das sieht schmackhaft aus. Da sind ein paar Wapitis unterwegs. Eine relativ große Herde. Da sind auch ein paar schöne Exemplare dabei. Ich bin gerade dabei, noch ein Stück näher ranzukommen. Ein Stück weiter nach links hier auf den Berg, dass ich mal sehen kann, was für eine Sternebewertung die haben. Sind jetzt genau 300 Meter weg. Reicht leider noch nicht, um sie einzusehen. Ansonsten habe ich ja leider noch nichts anderes gesehen, aber was heißt hier leider? Ich freue mich schon, dass ich überhaupt schon mal Tiere sehe und nicht wieder 2 Stunden dafür suchen muss. Ja, aber zumindest keine von unseren gesuchten Questtieren. Davon habe ich noch nichts gefunden, ja. Aber kann ja alles noch passieren. Ich habe die Zeit nochmal umgestellt, weil ich merkte, dass schon. Also, ich habe gemerkt, dass schon 18 Uhr war vorhin und ich wollte nicht wieder bis in die Nacht reinjagen. Deswegen haben wir jetzt, ja, 7:30 Uhr. Und die Wapitis sind ein bisschen früh dran zum Trinken. In der Enzyklopädie steht, dass die zwar erst um 9 Uhr trinken gehen, aber die waren halt schon durstig. Die wollten halt so schon einen Schluck Wasser zu sich nehmen. Die schauen sich irgendwie so viel um. Ich weiß nicht, ob die mich schon wahrnehmen oder. Ah, okay, guck mal. Jetzt kann ich sie einsehen. Perfekt. Noch nicht alle, aber zumindest den schon mal. Der hat 3 Sterne, das ist schon mal lecker. Der ist ausgewachsen. Wir schauen uns mal die ganzen Männchen an.
War der Schrei von den Wapitis da unten? Es wird mir nicht angezeigt, aber wahrscheinlich, ja. Ich höre die ganze Zeit Wapiti-Schreie. Ja, das müssen die sein. So. 3 Sterne ausgewachsenes Männchen. 1 Stern ausgewachsen. Der scheint älter zu sein, aber als der, weil der ein bisschen grauer aussieht, oder? Oder bilde ich mir das ein? Aber beide sind ausgewachsen. So, du. 3 Sterne ausgewachsen. Den kann ich leider nicht erkennen. Da ist ausgewachsen, da steht aber auch einer dahinter. Ja, ihr seid alles Weibchen und Jungtiere. Zumindest ein paar Jungtiere, das ist gut. Ausgewachsen. Komm du mal ein Stück näher. Ich würde dich ganz gerne noch sehen. 1 Stern erwachsen. Du bist schlecht für die DNA-Wertung. Die sollte ich eigentlich auch rausnehmen vielleicht. 2 Sterne ausgewachsen. Also wir haben 2 Wapitis mit 3 Sternen, die ausgewachsen sind, was ganz nett ist. Aber ich überlege halt, dass ich vielleicht die 1-Sterne-Wapitis aus der Herde nehme, wegen der DNA-Wertung. Ne? Dann stellt sich mir nur die Frage, ob das sinnvoll ist, weil ich eh nicht weiß, ob ich mit DNA-Wertung sonderlich spiele. Also ob ich wieder hier zurückkommen werde, um die Wapitis abzufarmen. Ich könnte es mir im Hinterkopf mal behalten, dass die hier an dem See ganz gerne vorbeikommen, aber ich weiß nicht. Ich wollte kurz mal schauen, was für Wapitis wir schon geschossen haben. Hier haben wir ein 3-Sterne-Wapiti geschossen. 2 Sterne. Und das war's. Also, ich habe auch Bedarf an weiteren 3-Sterne-Wapitis eigentlich. Ah, jetzt höre ich es auch. Also, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Weitere Tiere sind noch nicht in Sicht. Deswegen sollte ich jetzt auch mich mal um eins der Wapitis kümmern. Bevor andere Tiere an den See kommen und dann gleich wieder abhauen. Vielleicht kommen die ja, die Bergziegen noch und ich habe noch Glück. So, ich glaube, wir... du bist der 1-Sterne-Erwachsene. Okay. Der da hinten, den kann ich leider nicht ganz erkennen. Aber wir werden wahrscheinlich den hier vorne, den 3 Sterne ins Visier nehmen. Und den werde ich gegebenenfalls auch ausstopfen, also den nehme ich mit. So, und wenn ich noch Zeit habe, schieße ich den 1-Sterne-Erwachsenen auch noch, damit die DNA-Wertung aus der Herde ist. So, was mich jetzt nur ein bisschen stört, sind diese 2 Bäume, die da im Weg sind. Aber da können wir ja, das können wir umgehen. Frage ist nur, wie muss ich jetzt schießen? So wahrscheinlich? Was sagt der Wind? Gegenwind. 300 Meter ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu viel. Oh, sie stehen jetzt alle auf, da muss ich jetzt schießen. Okay, der ist direkt umgefallen. Nee. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer welcher ist. Ich würde noch auf ein Männchen schießen, wenn ich die Gelegenheit habe. Der wackelt noch. Lebt der noch? Ich weiß nicht. Ich hinterfrage das jetzt mal nicht. Ja, lauft nur. Lauft. Lauft. Sie sind noch in Reichweite. Ich könnte noch 400 Meter einen Schuss abgeben. Aber sie verstecken sich zwischen den Bäumen. Das ist natürlich jetzt unschön. Oh, hallo. Mensch. Potenziell... Oh, der Schuss war gar nicht schlecht. Ich glaube, der Schuss war sogar so gut, dass ich wirklich eine mittlere Menge Blut verursacht habe. Okay. Okay. Und der ist auch noch da. Also bei dem bin ich gespannt, ob wir wirklich vielleicht sogar das Herz getroffen hätten. Das war super random, weil im Sitzen das Herz zu treffen, ist mir glaube ich noch nicht gelungen. Keine Ahnung. Ich wüsste ja auch nicht, wo ich da hinschießen muss, wenn die gerade so am Sitzen sind. Wäre schon cool. Na gut, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ja? So, da ist unser erster Dickhäuter. Moment, was war das? Weißwedelhirsche. Ganz in der Nähe, die scheinen jetzt zum Wasser zu kommen. Ich sollte mal schnell den hier mitnehmen und dann ein Stück mich von wieder von hier entfernen vielleicht. Sind auch wieder nicht die Tiere, die wir für heute suchen, aber ich meine, wenn ich schon mal Glück mit den Tieren habe, schlage ich das Glück nicht aus. Also, wer wäre ich, wenn ich das tun würde? So, mein Freund, dann schauen wir doch mal, was das für ein Schuss war. Okay, es war kein Herz. Habe ich auch nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, aber... Ehrlich gesagt, nur linker Lungenflügel.
Warum das reicht, dass er direkt stirbt, weiß ich jetzt auch irgendwie nicht. Aber es kommt in letzter Zeit öfters vor bei den Tieren. Normalerweise flüchten die noch eine ganze Weile, aber er hat es gar nicht erst versucht. Der war relativ schnell tot. Naja, gut. Linker Lungenflügel komplett zerstört. Stark. Rechter Lungenflügel auch fast komplett. Schauen wir mal das Tier an. 3 Sterne, trotz nur 60% DNA. Okay. Da haben wir ein ordentlich dickes Tier erwischt, würde ich mal sagen. Wir kriegen auch über 700 Dollar dafür. Das schmeckt in der Kasse. Auf jeden Fall. Verfolgungsdauer 20 Minuten. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber, ne? Ja, nicht schlecht. Also wirklich geil. Oh, habe ich mir den Tisch gestoßen. Nee, ich stopfe ihn nicht aus. Ich verkaufe ihn, weil 700 ist wirklich eine Menge Geld. Also, da sage ich nicht nein. So viel Ge Ich weiß nicht, ob ich jemals so viel Geld für eines der Tiere gekriegt habe. Also, das ist schon eine ordentliche Summe. So. Gut, da oben habe ich den anderen Elch angeschossen. Das schauen wir uns als nächstes an, wie ich den getroffen habe. Und zunächst werde ich noch ein paar Spuren hier am See untersuchen, um zu checken, ob auch Bergziegen überhaupt hierher kommen. Ne? Oder ob sie selten herkommen oder häufig oder sonst was. Ne? Wapitis zum Beispiel sehr häufig. Na, das ist schon mal gut zu wissen. Okay, dann checke ich das mal ab und dann checken wir mal, was bei dem anderen Wapiti drüben rauskommt. Also Leute, das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Denn das Wapiti, das wir angeschossen haben, im Laufen, ja, im Laufen mit so einem vorgehaltenen Schuss, mittlere Menge Blut, Luftblasen, der geht down. Oh, das macht mich gerade sehr glücklich, weil ich nicht gedacht hätte, dass das klappt. Aber ich habe gerade eine Idee, Leute. Da hier so ein Hochstand ist, ist mir gerade eingefallen, dass ich, glaube ich, eine Quest hatte, wo ich Weißwedelhirsche von einem Hochstand aus abschießen muss. Diese hier. 3 Weißwedelhirsche von einem Hochsitz aus. So, wir haben vorhin gesehen, dass da irgendwo Weißwedelhirsche waren und auf dem Weg zum See sind, potenziell. Es wäre die perfekte Möglichkeit eigentlich, das jetzt direkt abzuhandeln. Denn erstens, ich mag Hochstände nicht. Also ich finde es halt langweilig. Wenn halt keine Tiere da sind, sind keine Tiere da. Was willst du machen, ne? Aber jetzt habe ich eine ziemlich gute Gelegenheit, Weißwedelhirsche hier zu erwischen. Von diesem Hochstand aus, direkt beim See. Deswegen würde ich sagen, wir gehen da mal hoch, holen vielleicht doch mal die Lockdröte raus und dann checken wir mal ab, was hier vorbeikommt. Das ist die beste Möglichkeit, denke ich. Deswegen versuchen wir das einfach mal. Okay, Leute, ich sehe die Weißwedelhirsche. Genau vor mir. Genau da sind sie. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Einerseits würde ich gerne schießen. Andererseits würde ich gerne sie noch ein bisschen näher rankommen lassen, dass die Chance steigt, dass sie vielleicht mehr als eins von hier schießen kann. Weil wir müssen ja 3 von dem Hochsitz aus schießen. Optimal wäre es natürlich, wenn ich 2 oder so gleich wegmachen könnte. Aber es kann natürlich auch sein, dass wie jetzt die Tiere schon aus meinem Sichtbereich verschwinden einfach und überhaupt nicht zu mir kommen wollen. Das ist halt die Frage. Der Wind geht in diese Richtung, das geht. Es läuft nicht genau in ihre Richtung. Aber ich weiß halt nicht so recht, ob die Tiere, naja, ob die jetzt halt wirklich zu mir kommen oder woanders hingehen, ne? Es waren auch einige Hirsche, die ich gesehen habe. Also einige Weißwedelhirsche. Aber jetzt sind sie schon wieder halt aus meinem Sichtbereich verschwunden, ne? Jetzt kann ich nur hoffen, dass sie vielleicht meine Tröte hören und zu mir rüberkommen. Ich tröte übrigens nach Weibchen, weil ich in der Herde bisher nur männliche Jungtiere gesehen habe. Aber einige ausgewachsene Weibchen und sowas. Und männliche Jungtiere bin ich immer noch der Meinung, dass man Jungtiere mit so einer Tröte nicht anlocken kann. Weil, ja gut, meine Theorie ist jetzt, weil man ja mit der Tröte so ein bisschen Paarungsrufe macht oder sowas Paarungsmäßiges. Und Jungtiere sie noch nicht paaren können vielleicht. Also wäre jetzt meine Theorie, dass Jungtiere vielleicht deswegen auf die Tröte nicht reagieren. Zumindest habe ich es jetzt schon oft öfters gemerkt, dass die Jungtiere scheinbar dann, keine Ahnung, dass die da einen dicken Fick drauf geben. Aber weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht belegen. Ist nur meine Theorie. Naja. Ja, jetzt sind sie weg. Obwohl da ist noch ein Jungtier, weibliches Jungtier. Ich bin gewillt, fast drauf zu schießen, ehrlich gesagt.
Weil mir antwortet halt auch kein Tier auf den Ruf. Na, ruf nochmal. Okay, Leute, ich habe ein Problem. Hier, irgendwo 100 Meter entfernt, ist schon wieder ein Wapiti, das kommt wieder auf mich zu. Das werde ich wahrscheinlich verschrecken. Da oben irgendwo eine Bergziege. Hat auch großes Potenzial und ich will die auch, die Bergziege würde ich ungern verschrecken. Aber die Weißwedelhirsche, ne, machen es mir nicht einfach. Ich glaube, ich muss, also sie kommen nicht näher, sie sind genau dort und bleiben die ganze Zeit dort. Ich glaube, ich muss jetzt ein Jungtier erschießen. Einfach, weil ich diese Chance nicht so schnell wieder haben werde, einen Weißwedelhirsch von einem Hochsitz aus zu erlegen. Ich muss diese Chance einfach wahrnehmen. Und deswegen nehme ich auch jeden Weißwedelhirsch, den ich sehen kann. Ist schwierig, sehr schwierig, aber ich werde es jetzt tun. Denn das ist die perfekte Gelegenheit. Ich weiß, das Kaliber war jetzt nicht richtig, ne? Aber ich... Scheiße, ich muss vielleicht noch einen treffen. Komm schon, irgendjemand. Okay. Ja, die Bergziegen haben wir verschreckt, das ist nicht gut. Die Wapitis haben wir auch verschreckt. Das war aber zu erwarten, wenn ich ehrlich bin. Das war ganz eindeutig zu erwarten. So, jetzt die Frage, sehen wir noch einen Weißwedelhirsch von hier? Nee, die sind alle weg. Was wahrscheinlich auch zu erwarten war. Aber ich denke, das war es wert, wenn der Schuss sollte getroffen oder gesessen haben auf jeden Fall. Ich habe die Blutspur markiert. Habe ich sie markiert? Ja. Aber, Moment. Kann ich das nochmal sehen hier? Okay, wir scheinen irgendwie Hauptschlagader oder so erwischt zu haben. Ach, da liegt sie auch. Armes Tier. Ja, die Waffe war auch nicht die richtige, aber was soll's, hey. Was ist da oben überhaupt los? Da ist auch so viel Blut, hä? Aber da oben habe ich überhaupt nichts angeschossen. Obwohl, das könnten auch Bärenspuren sein. Okay, wir verfolgen... Nein, anders. Wir holen den Hirsch. Und dann verfolgen wir die Wapiti-Spur und dann die Bergziegen, die da oben geflüchtet sind. Denke, das klingt nach dem Plan. So, Tier Nummer 1. Das Jungtier. Naja, armes Tier, aber hey, es musste sein. Okay, ja, wir haben auch relativ weit oben. Hauptschlagader, beide Lungenflügel im Grunde. War an sich kein schlechter Schuss, aber... Gut, das Tier hatte auch nur 30% DNA-Wertung. Das unterstützt mich nur in der Annahme, dass das voll okay war. Das war absolut in Ordnung. So, ich hoffe, das zählt jetzt halt auch. Verkauf. Es zählt. Okay, ihr seht es oben. Geduldsspiel. 1 von 3. Perfekt. Das ist schon mal ein großer Schritt für mich. Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Jagdgemeinde. Da hinten sind immer noch 100.000 Wapitis. Markieren wir mal kurz. Sollte aber nicht unsere Hauptaufgabe für heute sein, denn ich würde lieber noch nach den Bergziegen schauen. Zunächst haben wir aber noch ein Wapiti irgendwo rumliegen und es wartet noch darauf, eingesammelt zu werden. Erinnert euch, der geile Schuss von vorhin im Lauf. Irgendwo ist das Wapiti noch liegen geblieben. Deswegen zurück zum Hochstand. Falls bis dahin die Weißwedelhirsche nochmal auftauchen, bin ich auch gewillt, nochmal auf den Hochstand zu klettern und nochmal eins abzuschießen, aber... Ich rechne nicht damit, dass die sich so bald hier wieder blicken lassen, jetzt erstmal. Gut, na dann, rüber. So, da haben wir unseren anderen Wapiti-Freund. Relativ nah bei den anderen Wapitis noch, deswegen bin ich wieder am Sneaken. Hallo, mein Freund, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn da erwischt? Das war ein ziemlich guter Schuss, das war sogar fast ein Herzschuss. Also dafür, dass der in den Lauf geschossen war... Bin super zufrieden damit. Gucken wir mal, was wir erwischt haben. Ein Sternetier ist nicht verkehrt. Das, ich meine, es ist eher ausgewachsen, aber... Ja, ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall ein guter Abschuss gewesen. Ja, das hat sich gelohnt. Nehmen wir mit. Bin sehr froh, dass ich den getroffen habe. So, Weißwedelhirsche habe ich nicht nochmal gesehen. Ich habe immer mal nochmal darüber geguckt, Richtung Berghang. Vielleicht habe ich es auch nur nicht gesehen oder so, aber... Nee. Ist mir jetzt erstmal nichts mehr aufgefallen, deswegen würde ich jetzt erstmal meine Markierung löschen da hinten. Dann gucken, was sie ist. Bergziege. Und ich würde auch die Wapitis erstmal weglassen. Oh, ich habe jetzt die Markierung da drüben auch gelöscht. Egal.
Ich würde die erstmal weglassen und mich nach den Bergziegen umschauen, denn ich würde schon ganz gerne in die Folge noch eine Bergziege erwischen. Und die waren ja hier in der Nähe. Also es ist ja nicht mal so unwahrscheinlich, dass ich eine finde. Ich schätze, ich werde ein Stück den Berg da drüben hochgehen, um wieder ein bisschen Übersicht über die Gegend zu bekommen. Und vielleicht die ein oder andere Bergziege, zu erspähen oder sowas. Ich denke, das ist soweit eine ganz gute Idee. Gerade auch, weil der Wind in die Richtung geht und ich dann Gegenwind haben sollte. Ja, dann wünscht mir Glück. Bisher läuft's ziemlich gut, muss ich aber sagen. Irgendwann später. Also ich habe mich jetzt von hinten irgendwie so ein bisschen an Bergziegen angeschlichen. Sie sind, dadurch, dass der Wind in ihre Richtung weht, jetzt den Berg ein Stück runtergelaufen, sind aber noch nicht weggerannt. Also sie haben sich nur von mir entfernt, von meinem Geräusch. Von meinem Geruch. Und jetzt habe ich hier, begrüße das Echo. Ich keine Ahnung, was das ist. Ich habe das jetzt einfach zufällig hier gefunden und ich, vermutlich schreie ich jetzt ein bisschen Echo hier irgendwo hin oder so. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Do you remember me? Jetzt sind alle Bergziegen weg wahrscheinlich. Naja, okay. Same old Echo. Ja, faszinierend. Ich hoffe, das hat nicht alle Tiere jetzt im Umkreis von 20 Kilometern verschreckt. Okay, nette Sache. Keine Ahnung, ob das jetzt so Sammelobjektmäßig ist, dass man da quasi, keine Ahnung, 4-5 auf der Map hat und wenn man alles sammelt, kriegt man ein Achievement oder so, was weiß ich. War ganz nett, schätze ich. Nette Abwechslung. Okay, ich werde mal weiter mich auf die Suche nach den Bergziegen machen. Die sind jetzt hier ein Stück den Berg runter. Ach, sie haben echt ungünstige Positionen, aber ich gebe nicht auf. Ich hoffe, ich krieg die noch. Okay, wir haben hier eine Bergziege vor uns. Die sollten wir auch schnell töten. Da rechts sind wieder todesmutige Wapitis. Wieder am selben Ort, wo sie vorhin gestorben sind, aber... Sollen sie selber wissen. Ich werde mich jetzt erstmal um diese Bergziege kümmern. Okay. Kommt noch eine. Die ist erwachsen und ein Stern. Wir gucken jetzt einfach mal. So. So, jetzt wechseln wir kurz die Waffe. Checken mal die Wapitis aus. Oh, hallo. Moment. Zu lang gebraucht. Scheiße. Zu lang. Da hinten laufen sie noch. Scheiße, ich dachte, ich könnte vielleicht noch was erwischen, aber... Oh! Moment. Da ist vielleicht noch was drin. Oh! Was haben wir denn da Schönes gesehen? Die eine ist schon mal weg. Können wir gleich mitnehmen nachher. Ich würde gerne irgendwo einfach drauf schießen, aber das ist nicht die beste... Wäre nicht die beste Option. Die Wapitis sind auch wieder weg. Schade. Gut, damit ist alles vom See wieder verschwunden, aber... Ich bin froh, dass ich das mit der Bergziege geschafft habe. Ich war die ganze Zeit so 100 Meter hinter denen, hat die ganze Zeit Schiss, dass ich die irgendwie erschrecke oder so. Und jetzt habe ich es aber endlich geschafft, mal einmal Blickkontakt zu kriegen. Die waren die ganze Zeit zwischen den Bäumen oder hinter irgendeinem Berg oder sowas. Aber jetzt haben wir es erwischt. Und da bin ich ziemlich zufrieden drüber. Sogar ein Stern erwachsen, das ist sogar gar nicht verkehrt. Ja, wenigstens kein Jungtier oder so direkt weggeballert. Gut. Dann holen wir sie mal ab, die Bergziege. Und ein Tier werden wir noch schießen. Vielleicht sehen wir nochmal eine andere Bergziege. Vielleicht sehen wir aber auch nochmal einen Wapiti. Wir lassen uns überraschen. Erstmal holen wir unser geschossenes Tier erstmal ab. So, da liegt sie. Da oben habe ich eben noch Geräusche gehört. Also sie sind noch da, die anderen Bergziegen. Deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, wenn wir noch eine erwischen wollen. So, gucken wir erstmal. Okay, wir sollten uns jetzt, also ich sollte mir jetzt auch genau die Position des Herzens mal einprägen, damit ich für die Quest auch einen Herzschuss immer angehen kann. Ja, wir haben sogar die Hauptschlagader erwischt, gar nicht schlecht. So, gucken wir mal, das ist das Side-Profil. Hier haben wir die Vorderläufe, sagen wir mal, so sind die normalerweise. Sagen wir mal, so. Dann relativ weit unten, obwohl, wenn hier so das Fell lang geht, oh, gar nicht so einfach, finde ich. Also, wenn die Vorderläufe parallel stehen, so ganz leicht rechts daneben. Und relativ, naja, unteres Drittel. Ein Drittel vom Körper ungefähr. Hier ein Drittel und hier ein Drittel ungefähr haben. Ungefähr bei ein Drittel von unten. Okay, ungefähr so versuche ich mir das jetzt einzuprägen. Mal schauen, ob ich das auch umsetzen kann.
Wir haben 77 Kilo, wir brauchen insgesamt 300. Aber war schon mal ein guter erster Schritt. So, da drüben sehen wir wieder Geräuschkulisse. Da werden sich die Bergziegen jetzt wahrscheinlich aufhalten. Ist sehr wahrscheinlich, dass die das sind. Ich schau mal, dass ich noch eine vielleicht ins Visier kriege und dann reicht's auch wieder für heute. Also, mal gucken. Die werden wahrscheinlich wieder am Berghang stehen. Vielleicht ist es besser, wenn ich so von rechts so ein bisschen darauf schaue. Vielleicht kann ich da ein bisschen auf den Hang schauen oder so. Das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Okay, die Idee mit dem Berghang war gar nicht schlecht, denn von hier aus kann ich die Bergziegen wirklich gut sehen. Sie stehen jetzt nicht so am Hang, wie ich gedacht habe, aber das ist auch ganz gut so. Von hier habe ich einen ganz guten Blick. Jetzt gehen wir mal in das Gebüsch und stellen uns auch mal hin, damit wir mal mehr sehen können. Es sind einige Bergziegen. Was lohnt sich? Ein Stern erwachsen würde sich bestimmt lohnen, ausgewachsen lohnt sich bestimmt auch. Was? Okay, wir haben... Oh mein Gott. Okay. 5 Sterne Bergziege. 5 fucking Sterne. Ach, oh mein Gott. Das ist perfektes Ende für die Folge, wenn wir das schaffen. Hier oben war sie, ne? 150 Meter. Habe ich schon mal eingestellt. Oh. Ich hab gerade so offensichtlich in meine Richtung geguckt. Geh nochmal in Deckung hier. Ganz entspannt, meine Freunde. Ganz entspannt. Hier, euch passiert doch nichts. Naja, also... Nur einer von euch wird was passieren. Da oben ist er, die 5-Sterne-Bergziege. Natürlich hat die blödeste Position von allen jetzt wieder. Aber die brauchen wir unbedingt. Also die anderen sind mir scheißegal. Wie stelle ich das an? Gucken nochmal durch unser größeres Visier, ob ich da irgendwie einen guten Schusswinkel drauf kriege. Also sie steht ja an sich nicht schlecht, ne? Aber... Ich kann von hier aus halt nicht genau sagen, wo ich treffen muss. Sie ist doch so eins mit dem Berg irgendwie. Okay, jetzt kommt sie raus. Wir switchen die Waffe. Ich atme tief durch. Und dann versuchen wir das zu machen. Ich hoffe, das ist jetzt auch die... Oh nein, das sind zwei. Nein, 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 nein. Solange das zwei sind, kann ich nicht schießen. Ich weiß nicht, welche ist. Komm schon, du, oder? Du bist es nicht. Die hintere muss es sein. Oder? Ja, ja, ja. Die ist es. Genau die da hinten. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück, würde ich sagen. Versuchen wir es mal. Ich brauche einen besseren Winkel. Okay. Ja, guck mich ruhig an. Guck mich ruhig an. So, oder? Ich kann es nicht genau erkennen, aber ich muss schießen jetzt. Wir brauchen eine Menge Bergziegen, also, keine Muni mehr! Die laufen in meine Richtung, ich habe keine Muni mehr! Was soll das? Oh! Okay. Die haben auch damit bedient. Aber das ist wieder alles egal, Hauptsache die wichtige Bergziege haben wir getroffen. Ich renne da jetzt einfach mal rein. Also lass die Bergziege ruhig an mir vorbeirennen. Ich renne da jetzt mal hoch und schaue mir eben die Blutspur an. Ich brauche diese 5-Sterne-Bergziege, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Okay, wir schauen mal eben. Oh mein Gott, wir haben sie getroffen. Luftblasen, mittlere Menge Blut. Die geht down. Okay, Leute, dann verfolge ich jetzt mal die Spuren und sammle die 2 Bergziegen ein. Die andere sollte ja auch down gehen. Die haben wir ganz gut getroffen. Ich hoffe, dass die auch alle ungefähr denselben Weg gegangen sind. So, wenn alles richtig gelaufen ist, dann haben wir hier vor uns den heiligen Gral der Bergziegen. Ja? Schauen wir es uns an. Ne, Moment, das ist sie nicht, oder? Das ist sie nicht! Nein! Verdammt, ich hab... Nein, das ist die falsche! Shit. Fuck. Okay, das ist die falsche. Ich hab... Shit, hier war aber irgendwo... Das ist... Verschwindet die Spur hier? Wenn die Spur nicht verschwindet, ist sie immer noch von der richtigen Bergziege. Okay, naja, ich werde mal weitersuchen, Leute. Ja, ich glaube, die Spur hier verschwindet. Egal, wir haben noch ein paar Blutspuren und wir haben sie definitiv getroffen oben. Also, ich bin immer noch aller guten Dinge.
Aber die Spur hier ist verschwindet. Fuck. Na gut, ich muss weiterschauen. Okay, ich bin auf dem Rückweg gerade über diese Bergziege gestolpert. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt herkommt, aber hoffen wir, dass das der heilige Gral der Bergziegen ist. Schauen wir uns mal die Hörner an. Ja, keine Ahnung. Schauen wir es uns einfach an. Das sieht wie die richtige Ziege aus. Okay, Trommelwirbel, Leute. Der heilige Gral. Da ist sie, die 5-Sterne-Jagdziege, Bergziege mit 5-Sterne-Jagdbewertung, 95% DNA-Wertung, legendäres Tier. Oh fucking yeah. Das ist so gut, Leute, das ist so gut. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir heute über sowas stolpern. Herrlich. Diesmal, ich werde sie nicht verkaufen, Leute. Den Fehler mache ich nicht. Taxonomie. Zack. Halfway through. Ja, auf halbem Weg, klar. Brauche noch ganz wenig Fleisch. Ich gucke noch mal kurz, ob noch irgendwo eine Ziege rumliegt. Aber ich glaube, wir haben nur 2 Bergziegen angeschossen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Also das sollte es gewesen sein. Ich schaue es sicherheitshalber noch mal kurz, weil dann wäre die Quest damit auch abgeschlossen. Wäre ja nicht verkehrt. Aber das will ich lieber prüfen. Also gibt mir noch kurz ein paar Sekunden und dann ist die Folge aber wirklich am Ende, Leute. Okay, ich habe soweit keine weiteren Spuren mehr gefunden. Das ist aber auch okay so. Wir haben heute wahnsinnig gute Tiere geschossen. Also wir hatten heute viel Glück, aber auch viel Verstand. Nein, davon eher weniger, aber Glück hatten wir auf jeden Fall. Und ich habe mich aber auch nicht komplett blöd angestellt heute. Also das lief ganz gut. Ich habe selten Tiere verschreckt und mich ganz gut angepirscht. Sage ich jetzt einfach mal so. So ein bisschen Lob auf mein Haupt muss ich jetzt gerade ein bisschen, ne? Ja, ich bin gerade noch sehr euphorisch. Das war eine richtig gute Jagd heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich bin sehr zufrieden damit, wie das heute ausgegangen ist. Und uns fehlt noch eine Bergziege. Dann haben wir die Quest auch geschafft. Weißwedelhirsche fehlt uns noch 2 vom Hochsitz. Dann ist das auch geschafft. Wölfe haben wir jetzt nicht gesehen, aber das ist ja egal. Ne? Und Dick und Scharf haben wir auch nicht gesehen, aber scheiß auf die. Gut, Leute, dann, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es krachen und ciao, ciao.